Hier beginnt es noch viel mehr. Kurunifau, der Kindergärtner. Oh Leute, jetzt, ich glaube, jetzt können wir uns auf was einstellen. Jetzt bin ich Und gespannt. wir waren auf den Videodays, wir waren dann auch noch am Dom und dann sind halt so zwei 14-Jährige zu uns gekommen, haben Bilder mit uns, sind dann auch abends mit denen losgegangen, haben ein bisschen was denen besorgt an Kiffen und so und dann ja, haben wir die halt noch mit ins Hotel genommen. Ah nee, das war das, was wir uns das letzte Mal angeguckt haben. Oder haben wir uns. Nee, aber das sagt mir gerade nichts. Und dieser, der Cengiz, lol, der macht jetzt auch noch Videos, der hat ein Video hochgeladen, irgendwas mit Alpha Kevin und Mastak. Ganz schwierige Lies Angelegenheit. in den Videos und dann geht das. Leute, checkt nach diesem Video den ersten Link in der Beschreibung. Dort kommt ihr zu einem neuen Song von Sammy und Behbet, die Okay, das Kommentare haben wir uns zu noch mit nicht ABK angeguckt. Army, weil dann haut Sammy am Freitag um 18 Uhr einen neuen Song auf Sadiks Kanal hoch. Yalla, gib. Ja, also mein Humor hat halt überhaupt keine Grenzen. Jetzt versucht er mich bereits nach einer Minute, ohne überhaupt nur auf einen Punkt meines Videos eingegangen zu sein. Junge, warum wollen die ganzen geilen Kollegen-Beats ohne Scheiß? Es geht um Style, es geht um Vibe transportieren, wie bei blablabla. Mich als Pedo darzustellen und das Ganze wird später auch aber noch das ist schlimmer. Generell ein bekannter Beat. Ey Kuchen, du Fisch, wann willst du es einsehen? Du kannst mich nicht ficken, denn ich bin nicht 13. Du willst so weit gehen? Okay, warte kurz, du Bitch. Ich schick dich Arschgeburt an deine Nabelschnur zurück. Sex mit Kids, das findet er praktisch. Das passiert, wenn man jahrelang nur die Hand fickt. Kuchen wurde unter Tränen entjungfert, hart in den Arsch, ey du. Stimmt, das ist der Eminem-Beat. Ich glaube, das war auch bei 8 Mile am Start, oder? War es nicht auch bei 8 Mile im Film mit am Start? Chemischer Unfall, was ist los? Bist du neidisch, du Fan? Bei Beef gibst du alles, ich geb 30%. Und auch wenn du straight aus dem Arsch riechst, du wirst gefickt von der ABK Army. Ich denke, das Problem ist einfach, es sind ja sehr viele Ausländer, auch Türken und so weiter. Sind aber weißt du, das feiere ich einfach. Das feiere ich Real Talk, wenn sowas, wenn sowas nicht eingeschnitten wird. Natürlich nach Deutschland gekommen. So, wenn diese Leute dann Kinder bekommen, dann haben die Kinder das natürlich in der Schule richtig schwer. Du hast Eltern, die vielleicht kein richtiges Deutsch können. Du hast Eltern, die kein Geld haben, die arm sind. Und Leute, die arm sind, also auch Deutsche, Ausländer, egal wer, sind normalerweise in der Bildung meistens, kommen die nicht so hoch wie Leute, die Geld haben. Ah, scheiß mal auf diese ganze Bildungspolitik. Wenn du keinen Bock hast, hast du keinen Bock. Ich war doch auch einer von diesen Kanaken, die nicht mal das Geld für Nachhilfeunterricht hatten. Und jetzt lese ich euch mal mein Abiturzeugnis vor. Zum ersten Mal hier Zeugnis von ABK Bahbawi. Deutsch 1+. Englischleistungskurs 1-. Französisch 1-. Kunstleistungskurs 1-. Geschichte 1-. Alter, ey, was hat der bitte. Was hat der für eine Bewertung? Ist echt krass, ne? Das ist wirklich wahnsinnig gut. Auch ein bisschen sozial hätte man noch sein müssen. Sozialwissenschaften 2, Philosophie 1+, Erziehungswissenschaften 1-, Mathematik. Ach lol, wenn Strich ist, ist das 1+. Ey, der will mich komplett verarschen. Mathematik 2, Biologie 2, Sport 3+, ich Fettsack, Alter. Und ich würde wirklich sagen, dass das genau das ist, was wir mit unserer schlechten Migrationspolitik erreicht haben. Oh, hier, ich bin stehen gegeben. Kuchen TV, deine Mutter kann Deutsch, du hast trotzdem nur einen Realschulabschluss. Dafür müssen wir uns aber mal die sogenannte Argumentationstabelle angucken. Hier sieht man im Grunde alle Möglichkeiten, wie man halt. Er kommt mit zur Argumentationspyramide. Bitte, Junge, ich hab noch ein paar Tage Semesterferien, lass mich noch. Es ist halt wirklich unfassbar, Alman, mit dieser Argumentationspyramide. Sieh diese Ernährungspyramide. Ja, so muss ich so und so ernähren, Mann. Das ist jetzt die Argumentationspyramide. Wie kommt man auf die Argumentationspyramide? Wild. Genießen. Junge, der setzt sich da eine ganze Nacht in, um so eine Pyramide irgendwo aus Ägypten auszugraben, damit er mich einmal damit behandeln kann. Junge, hättest du dir mal lieber in der Schule so viel Mühe gegeben, dann hättest du jetzt nicht mal einen Realschulabschluss. Oder der kommt einfach mit irgendeiner Argumentationspyramide an und erwartet jetzt wirklich von so einem dreckigen Kenneck wie mir, dass ich mich da mit dem ernsthaft auseinandersetze und dann, keine Ahnung, irgendwie versuche, auf die Spitze der Pyramide zu kommen. Junge, wer hat dich verarscht? Stellt euch mal vor, eure Eltern gucken gerade, was ihr da guckt. Die denken, Maschallah, mein Sohn, der lernt gerade für Schule, der zieht richtig durch. Der guckt sich bestimmt Dokumentationen an über Pyramiden und so. Dabei guckt er sich irgendein YouTube-Server an, der hier auf Ende. Schalte, mein Kind ist wirklich amüsant. Junge, langweiliger geht's nicht. Aber egal, kommt, wir geben dem einmal diese sachliche. Ey, Tim, ohne Witz, weißt du, was ihr sehen solltest?
Also komm, es ist schon lustig. Man muss einfach sagen, es ist schon lustig. Deine Hausaufgaben sonst gemacht hat, Dame. Ich habe in meinem Islam-Video gesagt, dass jeder Muslim, jeder Jude und jeder Andersgläubige zu Deutschland gehört und es wichtig ist, dass hier verschiedene Kulturen leben. Das Ganze hat aber nichts damit zu tun, dass der Islam als Religion trotzdem nicht zu Deutschland gehört. Die Menschen können dazugehören, ohne dass es eine Religion tut. An dieser Stelle frage ich mich aber, inwiefern definierst du überhaupt die Zugehörigkeit einer Religion zu einem Staat? Ich finde auch die Aussage auch von Tim jetzt hier gerade eben auch relativ lost. Warum soll die Religion nicht mit dazugehören? Warum soll die nicht? Wir leben doch im generellen Austausch von, ja, von Andersgläubigen oder auch von Anderssprachigen, von der Herkunft. Dementsprechend ist doch auch die Religion eine entscheidende Sache. Und natürlich gehen auch hier Leute rein, die dem Islam angehören oder dem Christentum, was weiß ich. Also eigentlich lost, so... Ich verstehe diese Argumentation von Tim, verstehe ich nicht. Damit zu tun, dass der Islam als Religion trotzdem nicht zu Deutschland gehört. Warum gehört der Islam als Religion nicht zu Deutschland dazu? Warum soll der nicht dazugehören? Das ist vielleicht jetzt nicht die Hauptreligion in Deutschland, weil Deutschland ein christliches Land ist, aber nichtsdestotrotz kann er doch mit dazugehören. Die Menschen können dazugehören, ohne dass es eine Religion tut. An dieser Stelle frage ich mich aber, inwiefern definierst du überhaupt die Zugehörigkeit einer Religion zu einem Staat? Gehört der Christentum etwa auch nicht zu Deutschland? Wozu gibt es dann überhaupt Religion? 99% aller Anschläge sind islamistisch geprägt. Komischer Zufall, oder? Man merkt bei dir einfach, dass du dich mit dem Islam gar nicht sachlich auseinandersetzt. Deine Auseinandersetzung, das ist, man könnte wirklich jetzt so sagen, das ist der Inbegriff des Populismus, weil du das Ganze so unverhältnismäßig machst. Also Populismus ist man ja auch gewohnt von der AfD. AfD und NPD zum Beispiel. Dann sagt er noch, dass ich ja total plakativ bin, weil ich Tatsachen in meine Videos habe. Ich habe gesagt, dass 80% der Hinrichtungen von 4 islamischen Ländern durchgeführt werden. Das ist nun mal ein Fakt, das ist so. Aber war ja klar, dass du etwas von jemandem kommt, der ein Werbevideo für die AfD gemacht hat. Der hat dieses Werbevideo nur gemacht, damit er die Kinder der AfD-Abgeordneten babysitten darf. Junge, gründe doch lieber deine eigene Partei. Vielleicht AFK, Alternative für Kinder. Also es ist halt schon, diese Offensive von Tim gegen den Islam und gegen diese Länder, das ist halt, ja, also ich bin ehrlich, also damals, hätte ich das damals so gesehen, hätte ich mir auch so gedacht, Alter, halt die Fresse, Tim, halt einfach die Fresse. Es ist eine lost Aussage, ne? Also auch selbst wenn das ein Fakt ist, dann erwähnt man das nicht so, vor allem nicht in der Phase, wo man selber auch die ganze Zeit davon überzeugt ist, dass die AfD vielleicht die richtige Partei ist, beziehungsweise keine schlechte Partei ist. Ja, Niklas, ich danke dir für den Follow. Und Junge, weißt du was, genauso wie man schon seit Jahren versucht, die NPD vor dem Bundesverfassungsgericht zu verbieten, sollte man es eventuell in Erwägung ziehen, deinen Kanal zu verbieten. Fraglich ist an dieser Stelle nur, ob ich mich dann nicht lieber doch an eine höhere Instanz wenden sollte, wie zum Beispiel den Europäischen Gerichtshof, weil wirklich deine absurden Aussagen schon Menschenrechtsverletzungen gleichkommen. Ja gut, ein bisschen rechts bin ich vielleicht, aber es ist ja nicht schlimm. Also rechts ist ja nicht gleich Nazi oder so, weißt du? Also rechts, ja schon, doch. Aber es ist halt, das kann man halt nicht so offen zugeben auf YouTube, ne? Weil bist du rechts, bist du direkt Nazi, bist du halt direkt unten durch so. Deswegen, ne, die AfD immer ein bisschen schlechter reden, als sie ist in den Videos und dann geht das. Ach, das war dieses Interview mit Zenix, was ja gefaked ist. Also dementsprechend ist das, was er jetzt sagt, nicht komplett ernst gemeint. Aber guck mal jetzt, Leute, jetzt kommen wir nämlich zum interessantesten Teil, der wirklich alle interessiert, weil dieser Steuerteil juckt gar nicht mehr so viele. Ich habe Leute abgelenkt, jetzt interessiert ihr das nicht mehr. Meine Army weiß, dass ich nur Geld will, das wussten die schon von Anfang an. Deswegen, wenn du jetzt da sagst, oh, der hat so und so viel, ich brauche gar nicht so lügen, mit ich zahle, sagen wir 30%, damit ich mehr Geld spare, ich brauche das nicht. Ich habe 30% ganz pauschal gesagt, weil mein Steuerberater, der Bastard, zu mir meinte, rechnen Sie mal ganz pauschal gesagt mit 30%, für Sie als Laie ist es sowieso viel, viel besser, mehr Geld zurückzulegen, um auf der sicheren Seite zu sein. Ja, hat er doch recht, weil sonst gäbe es bald keine Videos mehr von ABK und dann wäre Laptop und Computer beim Finanzamt. Ach ja, und ey, das wird sowieso jetzt die erste Steuererklärung in meinem Leben. Und dann werde ich ja sehen, wie viel Steuern ich zahlen muss. Und dann die ganze... Alter, das erinnert mich gerade eben daran, dass ich dringend zu einem Steuerberater gehen muss. Ja. Stimmt, ich brauche dringend einen Steuerberater. Und ich muss auch in einer bis zwei Wochen muss ich mal meinen TÜV machen vom Auto. Also das sind auch nochmal Kosten, die dazukommen. Leute, ich bin bald pleite, ne? Also TÜV kostet ja auch nochmal locker 200 Euro. Scheiße. Und der Steuerberater hat wahrscheinlich noch mehr. Kacke. Das ist wirklich, also mir geht's in letzter Zeit, auch nach dem Umzug, habe ich ja nur Kosten, wirklich nur Kosten. Ich mache momentan wirklich nur noch Minus, das ist Wahnsinn.
den ganzen Lachmatschen geboren, die meinen, dass ich mich ärmer darstellen würde, als ich wirklich bin, um mehr Spenden zu bekommen. Ey, denk doch mal nach, wo ist bitte die Logik? Die meisten meiner Zuschauer sind doch eh viel zu jung, um mir Geld zu spenden. Von daher würde es sich doch dann erst recht für mich mehr lohnen, für irgendeine ehrenlose Scheiße Werbung zu machen. Jetzt kommen wir mal zu meiner Mutmaßung bezüglich KuchenTVs Vorliebe, wegen der er mich auch anzeigen wollte. Alter, ABK, diese Scheiße mit dem Pedo war einer zu viel. Wer hätte morgens zum Anwalt fahren und dich auseinandernehmen? Ich hatte mich sicher nicht als Pedo darstellen lassen. Wenn doch schon jeder weiß, dass es sich bei deinen Aussagen nur um schwarzen Humor handelt, warum bekommst du dann Panik? Oder wolltest du etwa mit mir nur zum Anwalt gehen, damit ich dir helfe, deinen Computer zu tragen, der ja von der Polizei einkassiert wurde? Denn ich weiß, mit deinen Laucharmen klappt das nicht so einfach, den zu tragen. Du hast ja auch damals gezeigt, dass du irgendwie wegen Volksverhetzung angezeigt wurdest und dass das auch jetzt der Grund ist, warum dein Rechner einkassiert wurde. Aber diesen Zettel, den du uns da zeigst, hättest du ja auch selber gemacht haben können. Und du sagst ja, dass meine Army dumm ist, weil die deinen schwarzen Humor nicht verstehen. Aber ist die Polizei jetzt etwa auch dumm, weil die deinen PC einkassiert haben? So wie es ja dann aussieht, haben die anscheinend deinen schwarzen Humor auch nicht verstanden. Mich würde echt mal interessieren, was die auf deinem Computer gefunden haben. Man weiß es nicht. Wie bei einem Kinderüberraschungsei. Ich habe gehört, KuchenTV arbeitet jetzt mit Kinderüberraschung zusammen. In jedem siebten Ei ein KuchenTV-Kinderwitz. Auf jeden Fall, es gibt so einen YouTuber, der nennt sich Zenix. Und dieser YouTuber hat schon über KuchenTV ein Video gemacht und hat dem KuchenTV Pädophilie vorgeworfen. KuchenTV hat ihn dann übelst ins Lächerliche gezogen, damit dieser Junge eben gar nicht ernst genommen wird. Jedenfalls habe ich diesen Jungen dann halt kontaktiert, hab mit dem Gerät, aber was lässt du da mit dir machen, was soll die Scheiße und so. Ich habe den halt dann gesagt, was er mal KuchenTV fragen soll, weil der Junge hat halt einen näheren Kontakt zu KuchenTV. Dann war der halt mit dem auf dem Teamspeak und folgendes kam raus. Du bist halt wirklich pädophil jetzt, oder? Pädophil ist halt so ein hartes Wort, weißt du? Man hat halt so seine Vorlieben. Was war eigentlich die Jüngste, mit der du halt so... Also ich finde, ab 14 ist es halt in Ordnung, auch ab dem deutschen Gesetz, daher finde ich das halt auch nicht wirklich pädophil. Und wir waren auf den Videodays, wir waren dann auch noch am Dom und dann sind halt... Also wir müssen jetzt dabei beachten, dass das ist ein Fake-Gespräch, ja. Also Tim hat das bewusst so aufgenommen und gesagt, damit LBK darauf reinfällt und diesen Clip mit einspielt. So zwei 14-Jährige zu uns gekommen, haben Bilder mit uns, mit Ibladi und so gemacht. Und dann sind wir mit denen so ins Gespräch gekommen und sind dann noch abends mit denen losgegangen, haben ein bisschen was denen besorgt an Kiffen und so. Und dann haben wir die halt noch mit ins Hotel genommen. Hey, da du bist ja 22 und hast mit einer 14-Jährigen was gestartet. Da war ich aber 21. Ab 14 ist es erlaubt. Solange ich sie nicht dazu gezwungen habe oder so. Naja, abgesehen von den Drogen, aber... ein bisschen Gras. Besser, als wenn sie Alkohol trinkt, oder? Und würdest du mit einer 12-Jährigen mal starten? Ja, das ist halt, die ist halt noch so geil eng, weißt du? Das macht halt einfach Spaß. Alter, ich würde nie mehr... Also, warte mal, war das zu einer Zeit, wo KuchenTV... Nee, das war vor 2 Jahren. Das war noch die Zeit, also da hat KuchenTV schon seine Ausbildung verloren. Alter, wäre das zu der Zeit gewesen, als KuchenTV noch nicht seine Ausbildung verloren hat? Alter, dann hätte ich mir so gedacht, das geht ja völlig nach hinten los. Basis reinzugehen. Aber Leute, ich vertraue der ganzen Sache trotzdem nicht. Da dieser Zenix und KuchenTV ja mal Kontakt hatten, weiß ich nicht, ob ich dem da wirklich Glauben schenken kann. Deswegen sage ich jetzt schon mal im Vorhinein, es könnte sogar sein, dass KuchenTV jetzt ein Video hochlädt und dann in dem Video sagen wird, ey Leute, das mit Zenix, das habe ich alles abgesprochen, das war ein Prank, wir wollten den ABK verarschen, guck mal, wie naiv der ist und so. Hier war das ein kleiner Halli-Mesh-Prank war das. Und jetzt... Ja, guck, er hat also schon davor gesagt, hier, also KuchenTV hat das ja dann aufgelöst und gesagt, dass das war ein Prank gewesen. Und ABK hat ja gerade eben schon direkt in diesem Video gesagt, hier, er vermutet selber, dass es ein Prank ist. Von daher zieht das dann nicht so von KuchenTV. Jetzt Pech gehabt, KuchenTV. Du schreibst sogar in deinen Kommentar, dass du noch Kindergärtner werden willst. Aber wunder nein, ich werde kein Lehrer mehr und du wirst kein Kindergärtner. Weil ganz ehrlich, was willst du machen später als Kindergärtner? Willst du da irgendwelche kleinen Kinder mit deinem schwarzen Humor indoktrinieren? Willst du dann vielleicht auch die Kinder fragen, ob die sich ausziehen würden, wenn du denen einen Legostein schenkst? Aber Leute, wisst ihr, was ich auch krass finde? Ich muss aber einfach sagen, bei gewissen Aussagen, auch mit diesem schwarzen Humor, ja, schwarzer Humor hin oder her, das Ding ist halt, wenn du im Internet Dinge veröffentlichst, was nicht jeder checkt, ja, wenn Leute das auch als ernsthaft aufnehmen können, und das ist gut möglich, weil mit einer gewissen Reichweite denken dann Leute, ah, hier, die gerade das erste Mal drauf sind, auch vor allem Erwachsene, hier, der meint das ernst, dann ist es immer schwierig, mit einem schwarzen Humor zu kommen und dann zu sagen, ja, hier, das ist ja nicht ernst gemeint. Ja, und du stichelst gegen irgendwelche Religionen, du stichelst gegen Ausländer oder so. Dann wäre ich ehrlich gesagt auch so, ich würde zum Beispiel als Chef von irgendeiner, ja, von irgendeiner Kita oder sonst irgendwas, würde ich definitiv nicht KuchenTV einstellen. Oder auch als Schule würde ich den dann nicht gern haben, weil du musst halt so sehen, die Kinder werden ja betreut, die werden ja erzogen von jemandem. Und du möchtest ja einen Erzieher ausbilden,
der Verantwortung übernehmen kann, der gute Werte vermittelt. Und wenn halt in Videos zu sehen ist, wie jemand gegen Ausländer ist oder was weiß ich, auch wenn, selbst wenn das so schwarzer Humor ist, aber Leute nehmen das halt einfach anders auf. Und wenn das dann die Eltern mitbekommen und merken, hier, was soll das? Und der treibt solche Aussagen oder der tätigt solche Aussagen, ich gebe das Kind nie und nimmer einen Kuchen-TV, dann macht sich vor allem auch schon Schulen Gedanken. Und da kann ich natürlich auch verstehen, dass die dieses Ausbildungsverhältnis aufgegeben haben. Das war ja schon im Sozialassistenten, das war ja noch nicht mal als Erzieher. Ja, der Sozialassistent ist ja bloß eine Vorstufe. Das ist ja, da bist du nur eine Hilfe, du bist nur eine Hilfskraft, aber du bist keine richtige Fachkraft. Ja, wie bei einem Erzieher. Ich hatte mal so einen Kollegen hier auf YouTube, da hat so ein Format gemacht, dass hieß Pädophiler wird ertappt. Und guck mal, was KuchenTV damals unter einer dieser Pädophiler wird ertappt Videos kommentiert hat. Aber das muss ja jetzt wirklich nichts heißen, auch wenn KuchenTV oftmals in seinen Videos Kinderbilder verwendet. Er klärt uns ja auf, indem er uns hier Folgendes sagt. Wenn ich wirklich pädophil wäre, dann würde ich wohl kaum solche Anspielungen auf meinem YouTube-Kanal machen. Aber ja, nach dem Psychologen Sigmund Freud könnte es sich auch hierbei eventuell um einen Abwehrmechanismus handeln. Ich bin ganz ehrlich, mir ist das damals auch gar nicht direkt aufgefallen, dass du so ein bisschen komisch vor der Kamera wirkst, weil mir hat das damals die Mutter eines Abonnenten geschrieben. Ja, ich gebe es ehrlich zu, ich schreibe ab und zu halt mit Müttern und kuche die Vorfläche. Der alte Milfhunter, ABK war ja schon immer ein Milfhunter, aber dass es hier nochmal so preisgibt, ganz wilde Sache. Ich halt mit kleineren Kindern, das aber hat jetzt hiermit nichts zu tun. Du Hurensohn. An dieser Stelle, guck mal, was der jetzt noch hier sagt. Aber mit mir in Dreier, wäre schon in Ordnung, oder? Ich krieg euch VIP, wenn ihr wollt. Okay, da können wir alle überspringen und da können wir... Genau. Junge, du gehst zu irgendwelchen kleinen 12-jährigen Kindern, machst denen zum Spaß ein Sexangebot. Du so und diese kleinen Kids checken doch gar nicht, was du da meinst. Manche von den Kindern, die der gefilmt hat, haben mir sogar auf Instagram geschrieben. Ey, jetzt mal im Ernst. Denkst du, den Eltern gefällt das, wenn die da auf YouTube ihre Kinder sehen, dass die von einem 20-Jährigen interviewt werden, der denen so perverse Fragen stellt? Stell dir mal vor, ich mit meinem fetten Bauch und meinem ungepflegten Bart würde zu irgendwelchen kleinen 10-jährigen Mädchen gehen und denen so perverse Fragen stellen. Junge, die würden direkt über mich berichten, dass ein Nafri oder irgendein Flüchtling mit Karies sich gerade an kleine Kinder ranmacht. Nicht jeder versteht deinen schwarzen Humor. Vor allem nicht, wenn man selber Kinder hat. Weißt du, was sowas lustig findet? Diese 50-Jährigen... Ja, also ich muss ABK da recht geben. Aber genauso muss man das aber auch auf ABK irgendwie beziehen. Also ich meine, ABK ist ja Lehrer und ich hatte das jetzt schon im letzten Video mal gesagt, beziehungsweise im letzten Stream, nicht im letzten Video. Da habe ich auch gesagt, das ist genauso wie auch mit Schimpfwörtern oder so. Ne, wenn du jetzt jemanden als oder sonst irgendwas beleidigst, ist das auch als Lehrer sehr schwierig. Ja, ich meine, du musst als Lehrer Respektperson sein. Und wenn du im Internet jemanden als beleidigst oder sonst irgendwas, ja, dann ist das genauso fragwürdig, ja, weil du trotzdem ja Vorbild sein musst, das ist immer schwierig. Die kein Kind auch haben, die noch World of Warcraft spielen, die würden darüber lachen. Guck mal, was einer aus KuchenTVs Community für ein Video über mich gemacht hat. Endlich mal ein YouTuber, der wenigstens genauso alt ist wie ich. ABK, im Falle, dass du wirklich Lehrer wirst und irgendwo an einer Schule einen Job kriegst, ich werde einen Shitstorm losballern. Ich werde Demos organisieren. Junge, und ich werde dafür sorgen, dass du nicht mehr am Hauptbahnhof chillen darfst. Du guckst bestimmt die Videos von KuchenTV mit irgendeinem Wi-Fi-Telekom-Hotspot vom Hauptbahnhof. Es gibt Mittel und Wege, um so eine Leute wie dich zu stoppen. Ich habe keine Angst vor dir, ABK. Ave, bist du? KuchenTV, ist das etwa dein Vater, bei dem du letztens ein Video gemacht hast und so schlecht geredet hast? Geh den mal bitte lieber vom Hauptbahnhof abholen. Apropos, warum machst du eigentlich jetzt genau erst ein Video, wo du so emotional über dich und dein Leben sprichst? Ist schon krass, was bei dir passiert. Es tut mir auch vom ganzen Herzen leid, dass dein Vater dir irgendwie gedroht hat, dich ins Heim zu stecken und sich nicht wirklich um dich gekümmert hat. Hätte ich auch nicht gemacht, wenn du mein Sohn wärst, KuchenTV. Wie kannst du ein schlechtes Wort über deinen Vater verlieren? Wir sind doch jetzt gerade in einem Beef. Mach doch lieber ein Video, wo du schlecht über mich redest. Ich weiß ganz genau, dass du dieses Video nur hochgeladen hast, um jetzt gerade hier die emotionale Schiene zu fahren, damit du auch ein bisschen mehr Sympathiepunkte findest. Das ist Manipulation, lieber KuchenTV. Ich sag dir eine Sache, red nicht so schlecht über deinen Vater. Sonst geh ich irgendwann mal zum Hauptbahnhof mit Telekom Wi-Fi Hotspot und geh dann live auf YouNow, mach mit deinem Vater ein Video gegen dich. Vor allem sagst du noch in dem Video über deinen Vater. Also ist auf jeden Fall, es ist halt schon asozial. Aber feierbar, es ist auf jeden Fall so auf humoristische Art und Weise einfach feierbar. Folgendes. Genau so sehe ich meinen Vater. Falls du dieses Video, warum auch immer, mal sehen solltest, ein paar Worte an dich. Ich habe in den 2 Jahren mehr als genug gesehen, dass ihr überhaupt nicht zusammenpasst. Junge, du behandelst gerade deinen Vater, als wäre der irgend so ein YouTuber. Was für, wenn du das Video siehst, Papa? Bist du dumm, Junge? Aber jetzt auch an die ABK-Army. Manche von euch haben wirklich übertrieben und seiner Freundin zum Beispiel so etwas hier geschrieben. Hört mal auf damit, KuchenTVs Freundin ist nicht dran.
13 Jahre alt und somit ist das für KuchenTV auch kein schwarzer Humor mehr. Ich bin halt einfach ein YouTuber, ich will halt polarisieren, ich will halt Aussagen bringen, die ganz klar über die Stränge schlagen. Guck, du gehst zu kleinen Mädchen, sagst zu denen, dass du die ficken willst und machst irgendwelche Witze über Vergewaltigung und findest das dann alles lustig und sagst schwarzer Humor hier und da. Aber wenn jemand deiner Freundin so etwas schreibt, dann rastest du direkt aus und der zoll nicht auf Twitter wieder rum wegen so ein paar kleinen Witzen von mir, weil so geht das nämlich nicht. Witze über Islam ist Satire. So pädophile Kinderficker-Witze ist schwarzer Humor. Aber wenn ABK ein paar Witze macht, dann ist das direkt asozial. Alter, ich fühl die Videos so hart, ohne Witz, ne? Also ich fühl die Videos einfach krass. Und ja, ist eine nice Sache, kann man einfach nur sagen.